Arbeiten überall, bring your own device, Datenspeicher, Cloud statt eigenem Server. All diese Themen sind schon angeklungen hier bei der vierten Jahrestagung Cyber Security. Auch wenn Deutschland ein Stück davon entfernt ist, Digitalisierungsweltmeister zu sein, die Transformation schreitet natürlich voran, ziemlich schnell sogar. Was bedeutet das für solche Einrichtungen, die funktionieren müssen, um unsere Sicherheit zu gewährleisten, Digitalisierung in Deutschland? Welche Gefahren bringt sie für kritische Infrastrukturen? Thema jetzt. So haben wir das Gespräch mit Arne Schönbohm, dem Präsidenten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, genannt. Mit Lisa Hegemann, Leiterin des Ressorts Digital bei Zeit Online. The floor is yours. Bitte sehr. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich wollte mit dem Herrn beginnen, weil Sie es nochmal darauf hin, dass Sie mir hören, können Sie über unser Tool Cyber Fragen stellen. Und ich würde Sie dann an passender Stelle in das Gespräch einbinden. Jetzt aber erstmal zum Gespräch. Erstmal hallo, Herr Schönbohm. Schön, dass Sie da sind. Hallo, ich grüße Sie. Herr Schönbohm, angesichts der IT-Sicherheitslage in Deutschland, schlafen Sie eigentlich noch gut? Da ich heute Morgen um 2 Uhr nach Hause gekommen bin, weil ich auf der Rückfahrt von Leipzig gewesen bin, wo ich am Abend noch einen kleinen Vortrag gehalten habe, schlafe ich, wenn ich schlafe, sehr gut, aber es ist zurzeit leider sehr wenig Schlaf. Sie können sich so ein bisschen vorstellen, worauf diese Frage abzielt. Sie haben kürzlich den Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland vorgestellt, ein Bericht, den Sie einmal jährlich machen. Und zur Ankündigung dieses Berichts haben Sie gesagt, es herrsche Alarmstufe Rot in Deutschland beim Thema IT-Sicherheit. Warum eigentlich? Warum diese drastischen Worte? Was wir gesehen haben im Berichtszeitraum des Jahres 2021, also bis Ende Mai diesen Jahres, war es so, dass wir auf der einen Seite eine Vielzahl von neuen Schadsoftwareprogrammen gehabt haben, also 144 Millionen neue Schadsoftware. Wir haben gleichzeitig gesehen, dass wir eine Vielzahl von neuen großen Ransomware-Attacken gehabt haben, wo auch teilweise kritische Infrastrukturen von betroffen sind. Denken Sie an die Universitätsklinik in Düsseldorf zum Beispiel. Also die 13. Kurz erklären, Ransomware-Attacken, also Attacken, bei denen häufig Systeme verschlüsselt werden von Hackern. Genau. Da werden die Systeme verschlüsselt und sind nicht mehr benutzbar, die IT, die dort dahinter liegt. Und damit fallen dann kritische Geschäftsprozesse aus, wie zum Beispiel die Notfallversorgung bei der Universitätsklinik in Düsseldorf. Und das, was uns natürlich Sorgen bereitet, ist, dass wir eine Vielzahl von Lücken, Schwachstellen und andere Themen gesehen haben. Denken Sie an die Microsoft Exchange-Schwachstelle, wo praktisch die dahinterliegende IT-Infrastruktur angegriffen wird und sie damit eine große Flächenwirkung gehabt haben auf die potenziellen Opfer. Allein in Deutschland waren davon kurzfristig 65.000 Server betroffen. Und das führt dazu, dass wir gesagt haben, wir haben nicht gesagt allgemeine Alarmstufe Rot, sondern wir haben gesagt, ganz bewusst in Teilbereichen haben wir jetzt eine Alarmstufe Rot. Und das zeigt natürlich auch, dass wir hier insgesamt alle gemeinsam besser werden müssen. Auf der einen Seite die IT-Infrastrukturlieferanten auf der einen Seite, auf der anderen Seite vielleicht auch die Anwender etwas wachsamer sein müssen, aber dass auch bestimmte Hilfestellungen, die angeboten werden, wie mit dem BSI-Grundschutz und andere Fragestellungen, dass die eben auch implementiert werden und nicht nur, dass man darüber redet, sondern es einfach mal macht. Sie haben gerade schon angesprochen, dass kritische Infrastrukturen besonders im Fokus stehen. Im IT-Sicherheitsbericht heißt es, dass sie im Prinzip tagtäglich angegriffen werden. Und jetzt haben Sie auch schon angesprochen, das eine ist natürlich, dass sie sich selbst schützen und das andere, dass die Systeme, die sie nutzen, geschützt sind. Ich erinnere mich daran, als wir im März zu der Microsoft Exchange-Server-Lücke gesprochen haben, da haben Sie gesagt, das ist irgendwie ein Sie haben gesagt, das ist ein Qualitätsmangel von Microsoft, diese Schwachstelle sei nicht Gott gegeben. Fangen wir mal bei der Seite an. Was würden Sie sich denn von den Herstellern dieser Software wünschen, die so viel im Einsatz ist? Dass sie andere Tests vorher machen, dass sie dort schlicht und ergreifend besser werden. Ich mache ein Beispiel. In der realen Welt würden wir das nie akzeptieren. Ich weiß nicht, Frau Hegemann, ob Sie mal ein Haus gebaut haben. Wenn Sie ein Haus bauen, dann machen Sie, oder eine Wohnung oder was auch immer, dann haben Sie immer ein Dach. Und wenn der Dachdecker das Dach gemacht hat und es ist trocken, dann zahlen Sie den. Und wenn es durchregnet, dann sagen Sie, den zahle ich nicht. Aber in der Cyberwelt im übertragenen Sinne, da wird also ein Dach gedeckt und dann sagt der Dachdecker, I send you an update in den nächsten 3-4 Monate und wir akzeptieren das.
Und ich glaube, das geht gerade nicht. Und darum ist es so wichtig, dass wir zertifizieren, standardisieren, das überprüfen. Und das wünsche ich mir auch von den Herstellern. Und dass wir hier eine vielleicht etwas stärkere Balance hinbekommen zum Thema einer Regulierung. Dass wir hier also, das haben wir gemacht im Bereich der kritischen Infrastrukturen, dass branchenspezifische Sicherheitsstandards in die Anwendung kommen, dass wir andere Sicherheitsniveaus dementsprechend erreichen. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass wir auch anders helfen können. Und genau, die andere Seite, die haben Sie auch gerade schon angerissen, ist eben die Frage, wie schützen wir diese kritischen Infrastrukturen? Jetzt ist ja das BSI qua Amt dafür genau zuständig. Also wie machen Sie das? Was sind da die Fragen, die Sie beschäftigen? Und wir wissen irgendwie alle, komplette IT-Sicherheit oder überhaupt Sicherheit gibt es nicht. Also es gibt immer eine Gefahr, dass man angegriffen wird. Aber es gibt natürlich Wege, das bestmöglich zu schützen. Was machen Sie da? Wie versuchen Sie, diese Infrastrukturen sicher zu halten? Ja, da gibt es eine Vielzahl von einzelnen Maßnahmen. Das Allerwichtigste ist zunächst einmal, dass man sagt, entsprechend der Kriterien der Kenngrößen, die es dort gibt, also beispielsweise 30.000 stationäre Behandlungen, dann sind sie eine kritische Infrastruktur. Und dann sind sie verpflichtet, bestimmte Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, also bestimmte Standards einzuhalten. Das wird dann ja auch berichtet regelmäßig an das BSI und da kann man dann auch hinterfragen, ist das ausreichend, ist das nicht ausreichend, etc. Das ist das eine, was passiert. Und da entwickeln wir gemeinsame sogenannte B3S, das sind branchenspezifische Sicherheitsstandards, die einzuhalten sind. Und das wird unabhängig auch geprüft und auch überprüft. Und diejenigen, die das nicht machen, die können dann auch ein Bußgeld bekommen. Das ist jetzt mal deutlich erhöht worden durch das IT-Sicherheitsgesetz 2.0, wo ich auch sehr dankbar für bin. So, dass man da also auch nicht sich wegducken kann und sagen kann, dann zahle ich halt das Bußgeld oder so, sondern das tut dann schon auch weh. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist aber, wenn wir so einen Angriff sehen, ich habe gerade die Universitätsklinik in Düsseldorf gebracht als ein Beispiel, dann ist es so, dass wir beispielsweise mit dem Cybercrime-Kompetenzzentrum des Landes Nordrhein-Westfalen auch unmittelbar vor Ort waren und haben dann dort der Uniklinik geholfen mit einem sogenannten Mobile Incident Response Team. Oder wenn Sie den Landkreis Bitterfeld nehmen, der ja auch dort offline gegangen ist letzten Endes, und das ist ja dann, das merkt der Bürger dann unmittelbar, da haben wir auch ein Mobile Incident Response Team hinzubekommen, um den Schaden zu analysieren, zu begrenzen und, ich sag mal, den Patienten in Anführungsstrichen in eine Art stabile Seitenlage zu bekommen. Das sind so zwei Themen, einmal im Bereich der Prävention und dann, wenn etwas geschehen ist, im Bereich der Reaktion. Und das ganz Entscheidende ist, dass all dieses sehr eng zusammenwirkt. Wir sehen teilweise Angriffe auf die Bundesverwaltung und erkennen, dass dort bestimmte Systeme und Schwachstellen ausgenutzt werden. Und das teilen wir dann in Warnungen zum Beispiel auch mit den kritischen Infrastrukturen und den anderen, damit man sich auf entsprechende Angriffe vorbereiten kann. Und das fließt dann auch ein in Zertifizierung, Standardisierung, in überarbeiteten Sicherheitsempfehlungen und, sodass man entlang einer gesamten integrierten Wertschöpfungskette den Kritisbetreibern, also den kritischen Infrastrukturen in Deutschland und zukünftig auch den Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse, dann dort entsprechende Hilfestellungen geben kann im Bereich der Prävention, aber auch der Erkennung und der Reaktion. Mhm. Und das, glaube ich, funktioniert ganz gut. Zumindest haben wir noch keine so riesigen Angriffe in Deutschland gesehen, die komplette Infrastrukturen lahmgelegt haben, wie zum Beispiel in den USA, wo ja der größte Betreiber oder der größte Pipeline-Betreiber Colonial Pipeline Opfer einer Ransomware-Attacke wurde und im Prinzip das ganze Netz stillgelegt werden musste. Ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir das auch in Deutschland sehen, bis wir diese Ausmaße auch in Deutschland sehen? Ich glaube, auf der einen Seite, wir haben ein anderes Sicherheitsniveau. Ich war gerade Anfang Oktober in den USA und habe dort wieder mit unseren Counterparts gesprochen über die verschiedenen Themen. Und die haben teilweise einen nicht ganz so stark regulierten Markt, wie wir hier es in Deutschland haben, wo wir also ein hohes Sicherheitsniveau vorschreiben. Mhm. Und überprüfen. Und darum glaube ich, dass wir dort etwas besser im Bereich der Sicherheit aufgestellt sind. Aber das ist natürlich immer auch ein Wettlauf mit dem potenziellen Angreifer. Das heißt, es ist immer auch eine Frage, Sie haben ja gerade zu Recht gesagt, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Es ist immer eine Frage des Risikomanagements und der Bewertung der bestimmten Risiken. Weil Sie können es so sicher machen, dass Sie gar nicht mehr am Netz sind, aber dann haben Sie entsprechend Effizienzverluste. Und es geht ja darum, dass man da eine bestimmte Balance hat, dass man auch die Infrastrukturen wettbewerbsfähig sind und leistungsfähig ist. Und das ist das, worum es geht. Und ich glaube, dass wir da ganz gut aufgestellt sind. Ich hoffe nicht, dass wir so etwas erleben, wie Sie es gerade geschildert haben. Und daran arbeiten wir natürlich, dass das nicht geschieht. Versprechen, aber das habe ich jetzt lange genug gelernt, sollte man so etwas nicht.
weil wir bereiten uns auf alle möglichen Szenarien natürlich vor. Wenn wir über kritische Infrastrukturen reden, dann gibt es zwei Gefahren, die eigentlich immer genannt werden. Und eine davon, die würde ich gerne jetzt zuerst mit Ihnen besprechen, das ist das Atomkraftwerk, das gehackt wird. Ja? Ist das die Sorge, die wir haben müssen in Deutschland, dass das Atomkraftwerke gehackt werden? Wir haben ja bald keine Atomkraftwerke mehr in Deutschland. Von daher glaube ich, ist die Sorge, ja, ich will nicht sagen zu vernachlässigen, aber überschaubar. Ich kann mich gut daran erinnern, was für Sicherheitsmechanismen die Atomkraftwerke in Deutschland haben, und zwar auch im Cyberbereich, mit getrennten Netzen, mit relativ starken Sicherheitsgruppierungen auch dementsprechend. Schwierig wird es, wenn dann aber trotzdem vielleicht ein Mitarbeiter einer Fremdfirma mit einem USB-Stick reingeht und auf dem USB-Stick ist zufälligerweise vielleicht eine Ransomware oder etwas anderes drauf und die sich dann in dem Netz frei distribuiert, ohne Fremdsteuerung. Darum bereitet man sich auf solche Themen vor, darum hat man Rollenmanagementsysteme, ISMS, also Informationssicherheitsmanagementsysteme, dort eingeführt, Netzkapselungen und all so etwas, um dort die Risiken so gering wie möglich zu halten. Von daher, ich glaube, also wegen dem Thema der Kernkraftwerke kann ich im Bereich der Informationssicherheit in Deutschland, glaube ich, das ist nicht meine größte Sorge. Sie haben mal gesagt, die seien noch gar nicht genug am Netz, als dass man, also im Internet, als dass man sich da Sorgen machen würde. Steht das mal noch? Was meinen Sie gerade, Entschuldigung? Steht diese Einschätzung von Ihnen immer noch, dass die einfach auch gar nicht digitalisiert genug sind? Ja, also da gibt es bestimmte Sicherheitsmechanismen, wodurch das ganz gut funktioniert. Also jetzt bei den Kernkraftwerken, das ist ja das, wovon Sie gesprochen haben gerade. Da ist das, glaube ich, so, ja. Wenn wir aber uns anschauen, wie die Informationsverbunde in den Krankenhäusern aussehen, da haben wir große Vorfälle gehabt, wie in Rheinland-Pfalz und im Saarland zum Beispiel, wo gleich mehrere ausgefallen sind, die einen gleichen IT-Dienstleister gehabt haben. Wenn wir uns andere Angriffe anschauen auf andere kritische Infrastrukturen, denken Sie an WannaCry, NotPetya und so weiter, also die Themen, die wir schon vor langen Jahren gehabt haben. Da, glaube ich, gibt es schon noch einen bestimmten Nachholbedarf. Jetzt ist gerade das, bei kritischer Infrastruktur stellt man sich irgendwie so ein großes Netzwerk vor, das man ganz gut irgendwie schützen kann. Aber genau das, was Sie beschreiben, Krankenhäuser sind halt häufig individuell. Also die haben irgendwie einen eigenen IT-Sicherheitsbeauftragten. Geht es überhaupt, dass man für nicht, also bei großen Unternehmen kann man immer sagen, wir haben hier ein großes Unternehmen und das kann man irgendwie schützen, weil das hat einen begrenzten Bereich. Aber ein Krankenhaus, das ja vielleicht auch noch im Austausch mit anderen Krankenhäusern steht, das wiederum eine andere IT-Sicherheitsstruktur hat, da gibt es ja einfach viel, viel mehr Einfallstore. Wie schützt man das besser? Wie kann man überhaupt auch in dem Maße schützen, wenn das so verteilt ist? Die gleiche Frage haben auch große Industriekonzerne. Sie haben gerade gesagt, das ist ja einfach zu schützen. Mein Gott, die schützen sich, indem dann der Vorstand vielleicht einmal im Quartal darüber berichtet wird, im Rahmen eines vernünftigen Risikomanagements. Dann gibt es Informationssicherheitsbeauftragte, die sich um das Thema kümmern. Und dann, aber ich mache ein Beispiel, im Bereich der Automobilindustrie, die haben ein ähnliches Problem, was Sie gerade geschildert haben, darum mache ich das Beispiel, mit den Zulieferern und Lieferanten, die teilweise die Internetsysteme unmittelbar miteinander verknüpft sind. Und mittlerweile gehen einige Konzerne, Großunternehmen hin und sagen, ja, wir haben ja hundert oder tausende von Lieferanten, die müssen aber alle einen bestimmten Informationssicherheitsstandard erfüllen, ansonsten können wir denen keine Aufträge geben. Und das ist dann ein Standard wie TISAX vielleicht, der dann dort eben dementsprechend die Anwendung kommt. Und etwas Ähnliches gibt es natürlich auch im Krankenhausbereich mit den branchenspezifischen Sicherheitsstandard, den wir gemeinsam in Kraft gesetzt haben mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Und das, glaube ich, sind die richtigen Maßnahmen, um da ein besseres Niveau zu bekommen. Und das sind Themen, wo man natürlich auch darauf achten muss. Und da würde ich gerne auf ein Thema kommen. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte uns im BSI besucht im Sommer letzten Jahres. Und da hat er eine Frage gestellt, wo er gesagt hat, Mensch, Herr Schimmum, was ist denn das richtige Niveau an Informationssicherheit, was wir im Bereich der Digitalisierung ausgeben müssen? Weil bisher gab es Digitalisierungspakete für Krankenhäuser und für andere, aber da war das Thema der Informationssicherheit nicht ausreichend oder nicht deutlich genug herausgestellt. Und da habe ich schon gesagt, es sind zwischen 15 und 20%, was Sie ausgeben sollten.
wenn Sie digitalisieren, sollten 15-20% der Ausgaben in das Thema der Informationssicherheit einfließen. Und das ist genau eines der Themen, die drinstehen im Krankenhaus-Digitalisierungsgesetz, Volumen 3 Milliarden, wo man gesagt hat, Sie bekommen nur dann Geld für die Digitalisierung, wenn Sie Informationssicherheit in Höhe von 15% dafür ausgeben. Das sind 450 Millionen. Und ich glaube, damit waren wir weltweit mit die Ersten, die dieses so in Kraft gesetzt haben. Und ich glaube, das ist richtig, weil da kommt sehr deutlich heraus, Informationssicherheit ist die Voraussetzung einer erfolgreichen Digitalisierung. Absolut. Allerdings, warum ich das Krankenhausbeispiel genannt habe, ist, weil das eben immer so schön plastisch ist. Also man hat ja im Krankenhaus nicht nur jetzt einfach einen Computer wie vielleicht in einem Büro, sondern man hat eben auch Maschinen, die teilweise einfach veraltet sind. Man liest ja immer wieder von Maschinen, die noch auf Microsoft, auf Windows, auf Windows XP laufen. Und das ist einfach klar, dass die angreifbar sind. Also da gibt es ja viel, viel mehr Einfluss oder Einfallstore als zum Beispiel, wenn ich jetzt nur einen Bürokomplex absichern muss. Das ist natürlich auch komplex, das ist ja klar, aber man hat eben diese Systeme, die irgendwie nicht nur funktionieren müssen, sondern die dann irgendwie teilweise auch noch ans Netz angeschlossen sind. Sprich, wenn da jemand einfällt, dann kann auch das wieder dafür sorgen, dass jemand in einen PC eindringt, dass dann wiederum, Sie kennen diese ganzen Ketten, die irgendwie dahinter stehen und Sie grinsen auch schon. Also vielleicht möchten Sie auch darauf antworten. Also wie können wir gerade vor dem Hintergrund, dass es eben dann auch Systeme gibt, die angreifbar sind, aber die jetzt nicht so der klassische PC sind, an den wir immer denken, oder an den wahrscheinlich viele erstmal denken, wenn es um Hackerattacken geht. Also wie können wir diese auch besser schützen? Was muss da passieren? Also wenn wir über Windows XP nachdenken, beispielsweise, weil das wird ja nicht mehr gewartet. Da gibt es ja auch keine Updates mehr. Ist ja auch ganz geschickt gemacht, dass man dann eben auf etwas anderes migriert. Das Problem ist nur, wenn ein bestimmtes Bildverarbeitungssystem oder so auf Windows XP im Bereich der Medizintechnik basieren, dann können Sie nicht migrieren, es sei denn, Sie kaufen eine neue, komplett neues Gerät, Maschine. Und das, was Sie ansprechen, ist ja ein grundlegendes Problem. Das haben nicht nur die kritischen Infrastrukturen. Schauen Sie sich die Fertigungsstraßen an, auch im Maschinenbau, wo teilweise sehr alte Systeme sind, auf sehr alten Programmiersprachen auch, die teilweise gar nicht mehr genutzt werden. Und dann kommen teilweise effizienzgetriebene Menschen, Zahlenmenschen auf die Idee und sagen, ach ja, das können wir doch eigentlich ans Netz hängen und damit die Effizienz deutlich steigern. Und damit kaufen sich Sicherheitsprobleme ein, an die aber der Zahlenmann vielleicht vorher nicht 1:1 gedacht hatte. Und darum geht es uns, dass wenn Sie zum Beispiel Windows XP-Geräte haben, dann dürfen die nicht ans Netz. Wenn Sie die frei ins Netz stellen, ohne bestimmte Sicherheitsmaßnahmen vorher zu ergreifen, also ich sag mal Welle vorher aufzubauen, dass man das Gerät gar nicht unmittelbar erreichen kann, dann haben Sie eigentlich verloren. Da werden Sie sich nur sehr, sehr begrenzt schützen können. Das heißt, und das ist die große Herausforderung, die wir haben in der Digitalisierung. Wir gucken immer auf die neuen Themen und sagen, wie sieht denn das neue Smartphone aus? Wie schütze ich jetzt das neue Gerät, was da kommt? Das ist vollkommen in Ordnung. Aber wir haben eine große Anzahl von Altgeräten, die, wenn man die mit dem Netz miteinander verknüpft und verbindet, dann hat man da bestimmte Sicherheitsthemen. Und das ist eine Frage des Risikomanagements, dieses zu betrachten und zu sagen, wie wahrscheinlich ist denn, dass dieses dann vielleicht flächendeckend zu einer Ransomware-Angriff führt, zu einer flächendeckenden Verschlüsselung. Bei einem war das mal die Citrix-Sparstelle, die ausgenutzt worden ist vom Januar letzten Jahres war das dann, wo dann ein Krankenhaus davon stark betroffen war. Und das sind dann halt so Themen, glaube ich, mit denen man sich sehr, sehr intensiv beschäftigen muss. Aber das muss man individuell auch betrachten. Und da gibt es ja auch gute Partner, die das machen können. Da würde ich gerne einhaken, denn das ist natürlich ein Ding. In Deutschland möchte man gerne mehr digitalisieren und möchte die Verwaltung digitalisieren und doch bitte alles mehr ans Netz hängen. Aber den Punkt, den Sie sagen, der ist ja total richtig. Müssen wir eigentlich alles ans Netz hängen, was wir ans Netz hängen können? Also sprich nur, wenn man es digitalisieren kann, ist es wirklich notwendig, das zu tun. Und wenn nicht, wie wägen wir ab, was ans Netz gehen soll und was nicht? Also wenn Sie ein Gerät an ein Netz hängen wollen, was keine originären eigenen Sicherheitsmechanismen implementiert hat, weil das damals nicht notwendig war, dann handeln Sie nach meiner Einschätzung fahrlässig, das an das Netz zu hängen. Weil wenn wir 144 Millionen Schadprogramme sehen, alleine in einer Periode, in einem Jahr, neue hinzu,
dann, die sind ja nicht dafür, das macht ja nicht die organisierte Kriminalität, weil sie sagt, ich programmiere jetzt so gerne oder lasse programmieren und lasse das automatisch programmieren, sondern die machen das, um damit Geld zu verdienen. Die verdienen Geld, indem sie Unternehmen, Organisationen, Menschen beschädigen und dann dafür Lösegeld erfordern. Das ist eigentlich Ransomware. Relativ einfach. Und das heißt, wenn sie nicht geschützt sind, werden sie einen Angriff erleben in dem Thema. Und das heißt, das darf eben, wie Sie gerade gesagt haben, nicht dann dementsprechend ans Netz. Bei den neuen Themen, und da muss man sich Sicherheitskonzepte überlegen, Sie können ja das auch Kapseln und Inseln machen in sich, wo Sie bestimmte Gateways haben, so dass man da ganz besonders überprüft wird. Ich bin immer ein Fan davon, dass man das versucht zu übersetzen, dass auch Nicht-ITler das verstehen. Sie müssen sich das so vorstellen, wie eine Kontrolle in einem Gebäude reinzukommen, dass man da ganz bestimmte Gateways hat, dann kann man noch Sandboxing machen, wo man besonders durchleuchtet, überprüft wird und so weiter. Und erst dann geht der Verkehr rein oder raus. Und das sind so Mechanismen, über die man nachdenken kann, auch mit den Algorithmen. Hier ist eine Frage über Slido reingekommen von Herrn Klapp auf. Der fragt, wie weit werden denn durch das neue BSI-Gesetz nicht nur quantitative Kriterien, sondern auch die Auswirkungen berücksichtigt? Also speziell fragt er danach, wenn auch ein kleines Unternehmen, das zum Beispiel ein Pharmaprodukt mit nur wenigen Packungen herstellt, kann ja für die Betroffenen kritisch sein. Das finde ich eine berechtigte Frage. Was sagen Sie? Ja, jetzt werden ja gerade die verschiedenen Rechtsverordnungen erstellt und erarbeitet. Und da ist man ja gerade in einem Abwägungsprozess. Was kann man machen? Also die Frage ist total berechtigt, aber ich glaube, man kann sie jetzt heute noch nicht beantworten, weil man diesen Prozess noch abwarten muss. Ich möchte nur auf ein Thema mal hinweisen. 2015 beim IT-Sicherheitsgesetz 1.0. Da gab es eine riesige Diskussion in der Wirtschaft, die gesagt hat, das kostet ja Milliarden, das ganze Thema. Dann hat man es gemacht und jetzt beim IT-Sicherheitsgesetz 2.0 sagt die Wirtschaft, das ist ja gut, dass wir es haben, weil damit haben wir auf einmal eine Orientierung. Was muss ich denn eigentlich tun im Bereich der Informationssicherheit als Voraussetzung einer erfolgreichen Digitalisierung? Das heißt, da verwandelt sich das gerade und wir haben einzelne Branchen, die sagen, ich möchte eigentlich gerne reglementiert werden, damit ich einen Maßstab habe, was ich dort eigentlich tun kann im Einzelnen. Und ich glaube, das ist ein guter Weg nach vorne. Leider kann ich die Frage aber nicht konkret beantworten. Um Entschuldigung dafür. Im neuen IT-Sicherheitsgesetz 2.0, ich hatte ja vorhin das eine Thema, über das man gerne spricht, nämlich Atomkraftwerke angesprochen. Und das zweite Thema ist die Frage, wie wir unsere Mobilfunknetze schützen. Das ist ja auch im neuen IT-Sicherheitsgesetz 2.0 geregelt. Da geht es speziell nicht so explizit, aber im Prinzip geht es um die Frage, da kann zum Beispiel ein Anbieter wie Huawei unser Mobilfunknetz mit ausbauen. Weil eben die Sorge besteht, auch wenn es bislang keine Hinweise darauf gibt, was ist, wenn da Hintertüren eingebaut werden, mit denen zum Beispiel die chinesische Regierung das komplette Mobilfunknetz in Deutschland abstellen könnte. Da geht es speziell um den Ausbau von 5G. Hätten Sie diese Sorge für berechtigt, dass es diese Sorgen gibt? Also wir sind in einem freien Land und jeder kann Sorgen haben oder Hoffnungen haben, wie auch immer, das ist gar keine Frage. Gut, dann frage ich anders. Haben Sie diese Sorge? Nein, natürlich habe ich die Sorge. Darum haben wir ja so eng und intensiv und darum gearbeitet. Und Herr Köhn hat es ja dargestellt, wie natürlich das IT-Sicherheitsgesetz auch hart drum gerungen wurde innerhalb der Bundesregierung. Und da war aber immer eine Maßgabe ganz wichtig, dass wir gesagt haben, wir prüfen und testen. Wir haben, Huawei hat hier zum Beispiel frühzeitig in Bonn ein Testlabor eröffnet, wo man Quellcode-Analysen und so weiter durchführen kann. Wir haben einen neuen Standort in Freital bei Dresden aufgebaut für 5G und 6G. Wir reden ja über 5G, eigentlich geht es ja jetzt schon um 6G mittlerweile der Entwicklung. Wie kann man dann damit umgehen, also auch wenn Software-Updates eingespielt werden in die Netze, wie können die dementsprechend also auch fast online geprüft werden, nach welchen Kriterien etc.? Wir haben mit der Bundesnetzagentur einen Sicherheitskatalog verabschiedet, besprochen, verabschiedet, kommuniziert und Zertifizierungsstandards festgelegt. Ich glaube, durch diese einzelnen Maßnahmen und auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsmechanismen haben wir ein deutlich höheres Sicherheitsniveau als beim 4G-Netz oder 3G-Netz. Und ich glaube auch, dass das notwendig ist. Ich bin immer ein Fan davon, dass wir die verschiedenen gleich behandeln, damit wir ein möglichst hohes Sicherheitsniveau dementsprechend bekommen. Und dann gibt es die sogenannte Vertrauenswürdigkeitsprüfung als letzten Schritt. Ja, und da geht es natürlich darum,
dass dann die Bundesregierung sagt, falls man dazu Hinweise hat oder andere Themen hat, dass man dann in einen politischen Abwägungsprozess eintritt und sagt, will man das dann verweigern oder will man es nicht verweigern? Und ich glaube, dass das ein sehr ausgewogener und guter Vorschlag ist, um hier ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Die Kritiker und Kritikerinnen sagen natürlich, naja, im Prinzip ist das Problem ja jetzt nur aufgeschoben, weil diese Diskussion gibt es seit Jahren. Jetzt steht im Gesetz, ja, das muss man prüfen. Ich meine, dass man es prüfen musste, das war jetzt vorher irgendwie auch schon bekannt. Und die Frage ist ja immer, wie sozusagen kann so eine Prüfung aussehen? Und ja, am Ende ist eben auch die Frage nicht beantwortet, darf Huawei mit ausbauen oder nicht? Ja, wenn die Kriterien erfüllt werden im Bereich der Standardisierung und der Zertifizierung und sie den Nachweis erbringen, dass diese Produkte sicher sind, unabhängig testiert werden, dann gibt es nur das Versagen aus politischen Gründen, also aus Vertrauenswürdigkeitsgründen. Aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, an die Diskussion, wo es zuerst hieß, die Chinesen können dann ja alles abhören. Das war ja so diese plakative Diskussion. Dann sind wir etwas tiefer eingestiegen und haben gesagt, jetzt schauen wir uns doch mal an zwischen Verschlüsselung und Entschlüsselung. Die Verschlüsseler haben den Kampf gegen die Entschlüsseler gewonnen. Das heißt, wenn man da eine bestimmte Verschlüsselungstechnologie verwendet, dann ist das ein sehr, sehr hohes Maß an Sicherheit. Dann hieß es ja, wir kommen da ja in eine Abhängigkeit rein. Das 5G-Netz ist ja kein neues Netz, das basiert auf dem 4G-Netz, wo teilweise andere Betreiber dementsprechend drin sind. So. Dann war die Diskussion, ja, man kann ja nicht trauen. Dann war die Diskussion, ja, was ist denn eigentlich chinesisch? Ist Daimler eigentlich ein chinesischer Konzern? Der größte Anteilseigner ist aus China. Oder ist, ich habe so ein tolles Apple-Produkt, designed in California, made in China. Wie hängt denn das zusammen? Das heißt, man muss ja diese Dinge entsprechend prüfen, um nachvollziehbar und transparent darzustellen, wie man dann da dementsprechend mit umgeht. Und ich glaube, das ist zwar kein neues Thema, aber ich glaube, damit haben wir einen großen Schritt getan. Jetzt ein letztes Thema. Dann haben die Kritiker gesagt, das kann man ja gar nicht alles prüfen. Diese neuen Technologien und wenn da schnelle Updates eingespielt werden, das geht ja gar nicht. Wenn Sie sich anschauen, hier vorne die Telekom Laboratories in Bonn, wenn Sie dort hingehen, es glaubt doch nicht im Ernst irgendein Kritiker, dass ein Produkt gemacht wird und das wird einfach reingestellt, ohne detailliert getestet zu haben, in ein Telekom oder Vodafone 1&1 oder Telefonica-Netz. Jetzt habe ich alle vier großen zusammen. So, um Gleichheit zu haben. Und dann, wenn wir sagen, wir können es nicht prüfen, wie wollen wir denn dann die künstliche Intelligenz überprüfen und die Nachvollziehbarkeit? Das heißt, die Erfahrung, die wir haben als Weltmeister im Bereich von Hochsicherheitsüberprüfung im BSI, übertragen wir auf das Thema der Überprüfung, Softwareüberprüfung der 5G- und 6G-Netze. Und das übertragen wir auch, und darum haben wir als Erste den AIC4-Kriterienkatalog gemacht für das Thema Künstliche Intelligenz basierend auf Cloud Computing. Und ich glaube, das sind Themen, die wir kontinuierlich weiterentwickeln. Und damit haben wir ein sehr, sehr hohes Maß an Sicherheit und auch ein gutes Gefühl und Transparenz in diesem Umfeld. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Deswegen würde ich Ihnen gerne noch eine Frage stellen, die haben wir am Anfang schon angerissen. Wo sehen Sie denn die größte Angreifbarkeit von kritischen Infrastrukturen in Deutschland? Die größte Angreifbarkeit bezogen auf die Sektoren oder bezogen auf die eingesetzte Technologie? Sowohl als auch. Also ich glaube, wir haben eine sehr große Angreifbarkeit aufgrund der Heterogenität im Bereich der Gesundheit, Krankenhäuser etc. werden ja auch immer wieder genannt in dem einzelnen Umfeld. Haben wir auch heute schon drüber gesprochen, ja. Genau, das ist das eine Thema. Das zweite Thema, glaube ich, wenn wir uns an die Technologien angucken, dann wird es sehr stark darum auch gehen, wie geht man um mit Interoperabilität und Cloud und wie kann man das dementsprechend schützen. Weil die Server werden ja nicht mehr immer dezentral unterm Schreibtisch des Herrn Professors stehen, sondern werden eben auch zentral ausgelagert werden in Cloud-Dinge. Und wie kann man da ein entsprechendes Sicherheitsniveau erreichen? Jetzt habe ich etwas kürzer geantwortet. Ich hoffe, das war in Ordnung. Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Also Interoperabilität, ich muss sagen, ich habe immer Sorge, wenn man alles über ein System macht, weil ich denke, wenn das mal angegriffen wird, dann ist es halt richtig problematisch. Da gibt es ja auch verschiedene, sage ich mal, Ansichten in der IT-Sicherheits-Community. Manche sagen, naja, man sollte es vielleicht stärker in Komponenten auslagern, eben gerade weil man dann nicht, weil nicht dann nicht das ganze System angreifbar ist. Andere sagen eben, naja, dieses Monolithische ist eigentlich sinnvoller, weil dann können wir es besser schützen. Auf welcher Seite stehen Sie?
Also ich glaube, dass man eine, vergleichen Sie das bitte mal mit dem Thema der Sparkasse. Wenn, Sie sind gerade in Hamburg oder sind Sie in Berlin? Berlin. So, jetzt wird die Volksbank und Sparkasse in Zehlendorf überfallen. Da bekommen Sie raus vielleicht 20.000 Euro, oder? Ist aber vielleicht nicht ganz so gut gesichert. Jetzt gehen Sie hin aber als professioneller Angreifer und sagen, ich möchte aber gerne mal richtig Geld machen und greifen die Goldtresore der Bundesbank an, wo vielleicht Geld für Barren drin sind für ein paar hundert Millionen. Deutlich besser gesichert, aber höhere Chance. Ich glaube, genauso ist es bei Cloud und mit dem einen System oder nicht mit dem einen System. Für den Angreifer ist es spannender, auf das eine System zu gehen. Das ist aber in der Regel auch besser geschützt. Und die entscheidende Frage wird sein, gibt es dort bestimmte Segmente, auch wenn sie auf einem System, auf einer Technologie basieren, müsste es entsprechende Netzübergänge und Netzwerksegmentierungen geben, damit nicht one size fits all einer mit einem Generalschlüssel rumgeht und alles aufmachen kann und abräumen kann. Ich glaube, das ist der bessere Weg. Herr Schönblum, ganz herzlichen Dank für die Zeit und für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sei noch ans Herz gelegt, hier geht es gleich um 11.40 Uhr hochkarätig weiter. Und zwar sprechen wir mit Michael Niemeyer, dem Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, über das Thema Wirtschaftsspionage, Sicherheit für den Mittelstand. Bleiben Sie dran, auf Wiedersehen.